Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf unserem Kanal von Fachkraft Marketing. Und wir sind wieder unterwegs in einem Pflegeheim und ich zeige euch einfach mal Schritt für Schritt, was wir machen, was wir filmen, wie so der Vorgang ist von einem Drehtag. Denn die zukünftigen Interessenten und auch die jetzigen Kunden fragen dann immer, hey, wie sieht so ein Drehtag aus, was muss ich vorbereiten, welche Mitarbeiter brauche ich, wie läuft das generell ab? Die sind einfach neugierig und ich dachte mir, mit so einem Video kann ich euch helfen. Also bis gleich. So, wie man im Hintergrund sehen kann, bekommen wir so eine kurze Führung. Als erstes gehen wir immer kurz durch das Gebäude, um zu schauen, was ist drin, was können wir filmen, auch später für die Interviewräume, wo können wir die Mitarbeiter fotografieren. Ja, die Pflegedienstleitung hier macht uns mal so einen schönen Rundgang und ja, kommt einfach mal mit. Gerade haben wir geplant, wo wir das Gruppenbild machen und von wo die Drohne denn später abfliegen soll. Denn die Mitarbeiter haben ja viel zu tun, ja. Die sind auch gerade in der Pflege tätig und nichts ist blöder, als wenn man die alle zusammenruft und dann noch halbe Stunde geplant werden muss. Darum planen wir das immer schon vorher und dann bekommen die einen Anruf, kommen her, wir machen schnell die Aufnahmen, schnell die Drohnenaufnahmen und dann kann jeder wieder in die Arbeit. Einmal bitte die Masken ab. Draußen darf man das. So, jetzt kommen meine besten Tricks aus jahrelanger Erfahrung aus Foto und Videografie. Wenn man so eine bessere Figur haben möchte, dann macht man ein Bein so nach vorne. Sie machen das schon perfekt. Ja? Müssen wir nur schauen, dass alles das gleiche Bein ist. Sie sind vielleicht ein bisschen zu weit nach vorne mit dem Fuß. Ja? Gut, und die Maske vielleicht einstecken. So. Also, die erste Aufnahme wird ein Gruppenbild sein, wo sie einfach vielleicht ein bisschen enger und ein bisschen mehr lachen. Und dann kommt die Drohne. Vielleicht für euch als Info, das wird später ein Film. Dieser Film wird hier in der Umgebung gesehen und andere sollen aufmerksam werden auf sie, auf ihre Einrichtung, dass sie auch Bewerbungen bekommen. Und am Anfang des Films kommen sie als Gruppenbild so und später winken sie. Also wir filmen jetzt schon, aber das wird das Ende. Ne? Und dann machen sie so und dann sieht man das. 3, 2, 1, Zähne. Ja, wie man im Hintergrund sieht, macht Ole gerade das Teambild. Das ist immer wichtig, dass die zukünftigen Mitarbeiter wissen, hey, mit welchen Menschen arbeite ich zukünftig zusammen? Denn oft sieht man ja, wir suchen eine Pflegefachkraft für die Einrichtung, aber man kann das gar nicht greifen und hier weiß man halt schon, wie das Team ist. Man kann so die Stimmung ein bisschen lesen und die Bilder sind nachher für die Anzeigen gut und natürlich machen wir auch Team-Videos. Wie man sieht, ist es ganz schön laut. Ich habe hier die Drohne neben mir. Die Leute stellen sich gleich auf und dann machen wir eine Drohnenaufnahme vom Team und vom Gebäude. Und das sieht dann spektakulär aus. Und 1, 2, 3, winken, 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 jawohl, weiter, lachen, weiter. Super, dankeschön. So, die Drohnenaufnahme mit der Gruppe haben wir jetzt fertig gemacht. Die Leute sind reingegangen, es ist ganz schön kalt. Jetzt machen wir Aufnahmen von oben. Warum machen wir überhaupt jetzt nochmal Gebäudedrohnenaufnahmen? Weil damit starten wir übrigens immer unsere Videos mit den Drohnenaufnahmen. Warum machen wir das? Also Gebäudedrohnenaufnahmen sind natürlich sehr wichtig. Einfach, erstmal sind sie schön anzusehen. Dann ist es natürlich auch so, dass sie das äußere Arbeitsumfeld gut vermitteln und für eine gewisse Einführung des Zuschauers in den Film halt auch sorgen. Super, bis später. So, wir haben einen schönen Spot gefunden, wo wir die Teaminterviews machen. Bist du schon gespannt, Heidi? Sehr gespannt. Was erwartet dich denn heute hier?
bin aufgeregt. Musst du aber nicht sein. Ich frage dich jetzt nochmal und dann frage ich dich nach dem Interview nochmal, okay? So machen wir das. Martin macht hier bei uns im Team die Interviews mit den Pflegekräften. Martin, warum machen wir das? Das ist eigentlich ganz einfach, weil wer weiß besser Bescheid, wie es im Haus aussieht, als die Mitarbeiter. Absolut. Absolut. Vielen Dank. So, jetzt haben wir das Interview hinter uns. Erzähl mal, wie war das denn? Also ich war sehr, sehr aufgeregt am Anfang. Ich hatte sehr viel Angst, weil ich das auch noch nie gemacht habe. Aber ich muss sagen, mit euch hat das sehr viel Spaß gemacht. Und es war total cool. Easy. Easy. Am Anfang hast du ja gezittert. Sie ist so reingekommen. Aber was ist passiert, dass du sagst, boah, hat jetzt doch Spaß gemacht und war doch nicht so anstrengend? Nee, ich habe mir das irgendwie, weiß ich nicht, schlimmer vorgestellt. So die Fragen und so, dass ich das nicht weiß und so. Aber es war einfach toll. Ihr seid toll. Ihr habt einen beruhigt ein bisschen und so. Doch. Ja, recht, das ist okay, einfach nicht weit. Ja, wunderbar, freut mich. Wollen wir nochmal einen Probelauf machen? Ja. Und nochmal los. Ja, Freunde, wie man im Hintergrund sieht, machen wir jetzt Mitarbeiteraufnahmen. Das heißt nicht, dass die Heidi immer sagt, welche Vorteile es gibt, sondern wenn sie sagt, die Arbeit mit den Bewohnern macht Spaß, dass man auch Sequenzen hat mit den Bewohnern zusammen. Und hast du Spaß? Ja. Super. Ja. Anschauen, euch beide anschauen. Ja, jawohl, sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben jetzt eine neue Bewohnerin, dass mal auch immer Abwechslung reinkommt, neue Mitarbeiter, neue Bewohnerin. Wir werden jetzt eine Situation in der Pflege nachspielen und zwar werden wir Blutdruck messen, ja? Freuen Sie sich schon drauf? Aber hallo, super. Diese tolle Stimmung im Haus, das kriegt man nur mit Videos rüber, ja, das geht mit Bildern alleine nicht und wir haben die wichtigsten Aufnahmen schon gemacht, sodass der Kandidat jetzt einen guten Eindruck vom gesamten Haus, vom Arbeitgeber haben kann, von den Mitarbeitern hier und nachdem der Kandidat sich bewirbt, ja, der muss ja keinen Lebenslauf schreiben oder so, nachdem die Bewerbung abkommt, wird jetzt ein Video gedreht, wo dann die Pflegedienstleitung sagt, herzlichen Glückwunsch, freut mich, dass du dich bei uns beworben hast. Ich bin die Pflegedienstleitung, ich werde mich in den nächsten Tagen bei dir melden, entweder telefonisch oder per Mail. Lass bitte dein Handy an, falls eine unbekannte Nummer anruft, bin ich das. So, dass die Leute schon mit Videos auf die Seite kommen, dass es wirklich ein Erlebnis ist, dass die sich eintragen können, sich bewerben können, ohne Lebenslauf, ohne viel Vorbereitung, sondern direkt am Handy. Die beantworten nur ein paar Fragen. Damit unsere Kunden, natürlich die Pflegeheime, auch nur die qualifizierten Mitarbeiter bekommen, ja. Und ja, nach der Bewerbung bekommen die nochmal so ein kurzes Video, dass die Pflegedienstleitung sich bedankt, gerne anruft und sich schon auf das Gespräch freut. Und so hat man am Anfang und auch am Ende ein schönes Erlebnis. Und das kombiniert, ey, ich verspreche euch, das wird der Game Changer, das wird nochmal das Spiel ändern. Und das ist auch der Grund, warum viele Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, wirklich permanent wie am Fließband Bewerbung bekommen. Ja, Freunde, der Drehtag ist vorbei. Ich wurde gerade gefragt, warum ich denn jetzt das letzte Video mit dem Handy mache. Und ich habe es der Pflegedienstleitung erklärt, das erkläre ich euch auch nochmal. Wir haben schon ganz viele Kameraaufnahmen gemacht. Und das Video ist ja am Ende der Bewerbung und dort wollen wir viel Persönlichkeit mitbringen. Und zu viel Professionalität mit Kamera schafft auch Distanz. Darum ist nichts besser, als mit einem Handyvideo direkt in die Kamera zu sprechen. Wirklich in dem Alltag, wo man die Bewerber dann auch anruft, ja, denn weiß die Bewerberin oder der Bewerber, hey, okay, die Pflegedienstleitung sitzt da in ihrem Bürostuhl und ruft mich jetzt von da an. Die weiß direkt, wenn jemand anruft, ah, das ist die. Die hat sofort ein Bild im Kopf und das ist ein Vorteil. Und dieses Bild im Kopf ist viel besser, wenn man das
sozusagen direkt in die Leute reinspricht, in so einem Handykamera. Wie gesagt, zu viel Professionalität schafft Distanz und wir wollen Nähe haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Falls nicht, einen Daumen nach unten. Und falls auch ihr mal so einen Drehtag bei euch haben wollt, falls auch ihr Pflegefachkräfte sucht, dann geht jetzt einfach mal auf www.fachkraftmarketing.de. Tragt euch ein für ein kostenfreies Erstgespräch. Da schauen wir einfach mal, was wir alles machen können, welche Möglichkeiten es gibt, in diesen schwierigen Zeiten trotzdem Mitarbeiter für Ihre Einrichtung zu gewinnen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao.